Tisch. Gut. Rainer, herzlich willkommen. Du darfst doch jetzt nicht so das mal. Also. Grüß Gott. Schieben wir noch ein wenig weiter rüber. Ja, herzlich willkommen zum Wochenvideo. Genau. Ja. Diese Woche? Diese Woche. Endlich mal wieder ein Wochenvideo mit uns allen beiden, gell? Ja. Das ist genial. Und was haben wir jetzt für Filme erzählt? Mega geniale Filme. Mhm. Klar, für alle Draggy-Fans, Star Trek Beyond. Ich hoffe, das hat er jetzt schön gesagt. Das habe ich auch sehr auswendig gelernt. Star Trek ist zurück zum 50. Geburtstagsjubiläum. Gibt es das neue Leinwandabenteuer, natürlich in 3D. Sehr zu empfehlen. Das ist Weltraum-Action, ganz cool. Ja, also früher in Schwarz-Weiß zusammen mit meiner Oma hat mir das auch immer ganz gut gefallen. Ja, du kommst ja noch aus einer Generation Raumschiff Enterprise. Das war auch noch ja. Raumschiff Enterprise. Das war immer dran, gleichzeitig mit der Sportschau. Und dann durfte mein Bruder sich den Fußball nicht anschauen, weil ich Enterprise anschaue. Ja, okay. Ja, Werner, die Zeiten sind lang vorbei. Jetzt im Kino Star Trek natürlich, Captain Kirk und Spock retten wieder das ganze Raumschiff. Geniales Action-Kino. Dann haben wir einen wunderschönen Film, der neue Steven Spielberg. Ehrlich? PFG, Big Friendly Giant. Friendly bin ich. Ne, so groß bin ich, ne? Ja, aber Big bin wieder ich. Ja, ich weiß, ich stehe dazu. Ganz, ganz großes Fantasy, Family Entertainment. Mehr gibt es eigentlich gar nicht dazu zu sagen. Wenn man wissen will, woher die Träume kommen, die man nachts so träumt, dann sollte man in den Film gehen. Ich meine, bei dir wird es wahrscheinlich schwierig. Ja, ich schlafe nachts immer, ich träume nicht so. Aber Sophiechen und dieser große, freundliche Riese, das ist richtig ganz, ganz großes Kino. Ja, das ist meine Welt. Geht nein. Steven Spielberg Film. Offensichtlich beste Unterhaltung, nicht nur für kleine Kinder, ja, auch für die Großen. Verstehe ich auch sowas. Okay. Ja. Nee, ist wirklich für groß und für klein. Apropos Weltraum, klar. Die Außerirdischen, die von Star Trek übrig geblieben sind, die greifen wieder die Welt an. Nach wie vor Independence Day und der Mr. President muss wieder die Welt retten. Alles. Alles wie vor 20 Jahren, bloß die größer. Welt wird gerettet. Größer und in 3D. Das knallt und bumst und es ist doch. Ach, du bist ja Emmerich. Emmerich. Schön. Es muss alles kaputt gehen und am Schluss, ja, schaut es euch an, wer wieder gewinnt. Dann haben wir natürlich noch ein ganzes halbes Jahr. Ganze halbe Jahr. Taschentuch-Kino. Nach wie vor der Renner bei uns im Kino. Schaut es euch an. Das ist. Drama. Auch meine Mama war begeistert. Ich glaube, die kann sich heute noch an den Film erinnern, ja, der war vor 14 Tagen. Siehste. Selten. Ja, dann haben wir noch dieses kleine Eichhörnchen, dieses kleine Faultier. Ja, Hitzeacke. Hitzeacke noch im Programm. Ice Age in 2D und in 3D. Also könnt ihr euch aussuchen, was ihr gucken wollt. Läuft auch noch. So, dann haben wir weiter. Central Intelligence haben wir noch einmal in der Spätvorstellung. Ja, okay. Kann man sich anschauen, ist ganz sollte lustig. Man sich anschauen, wenn man es und dann ist ganz klar, Dienstag Sneak. Wir haben die neue Sneak-Reihe gebucht, die ist fantastisch. Also wer sich überraschen lassen will, wir haben die großen Filme und aber mehr verraten wir. Wir verraten nichts. Kommt ins Kino, wir haben die klimatisierten Säle, auch wenn es draußen warm ist. Ja. Wir sind für euch da, weil zwei coole Typen kälter können es gar nicht werden. Wir sind auch noch cool. Findet Dori. In der Dori. Aber ist egal. Ja, viel Spaß im Kino. Wir sehen uns nächste Woche, wir sehen uns unter der Woche, wir sehen uns eigentlich immer. Kino ist für euch genau. Da. Genau. Dran denken noch, 11.8. Schweinskopf al dente startet. Und am 12.8. gibt es Asoila zum Schweinskopf al dente. Und ein Fässler Bier. Mindestens. Das erklären wir aber nächste Woche. Also jetzt, ciao. Bis nächste Woche. Tschüss. Ja, das